Wenn's nicht auf offener Straße gewesen wäre, er hätte mich gefressen. Die Angst vor dem Wolf begleitet die Menschen schon weit länger als das berühmte Märchen der Gebrüder Grimm. Beinahe ausgerottet, kehren sie nun nach und nach in die Region zurück. So auch in das beschauliche 120-Seelendorf Hornel bei Sontra im Werra-Meißner-Kreis. Das bereitet den Anwohnern dort große Sorge. Kinder gehen hier morgens um 7:30 zum Schulbus, da ist es noch dunkel. Und wenn da einem ein Wolf begegnet, ist es also wirklich kein schönes Erlebnis. Ich habe was in dem Schuppen zurückgebracht und dann habe ich das Rascheln gehört. Und der Wolf hat mich dann eben in die Augen angeguckt. Was war das für ein Gefühl für dich? Das war so ein Gefühl, na ja, tut er jetzt mir was oder nicht? Der Wolf war auf der Straße, 3 Meter maximal von mir entfernt, also sehr nah. Und ja, hat mir halt tief in die Augen geschaut. Ich bin nicht in Hektik verfallen, aber es ist halt sehr beängstigend, dass der sich so nah an das Wohngebiet herantastet. Man hat schon ein bisschen Angst, ne? Und wenn ich sehe hier, dass Leute hier im Dorf sind, die auch nur noch gezielt gewisse Wege gehen, weil sie Angst haben, sie könnten dem Wolf dann mal alleine begegnen mit ihren Hunden, ne? Also davon, das merkt man schon, seine Freiheit ist ein bisschen eingeschränkt, ne? Ein besonders intensives Erlebnis hatte die 32-jährige Svenja Böttner. Sie züchtet Zebus, asiatische Wildrinder. Im November wurde ihre Herde von einem Rudel aus 3 Wölfen attackiert. Die Tiere waren 3 Tage unruhig schon vorher. Bin ich den 3. Tag hochgefahren, habe geguckt. Es war auf jeden Fall, die waren unruhig und habe mit der Wärmebildkamera die Wölfe gesehen, bin auf die Weide und habe sofort Angst gekriegt. Bin wieder zurück in mein Auto und habe dann meinen Freund angerufen. Man hat einfach außer Angst gar nichts gespürt. Das war einfach nur, ich habe im Auto gesessen, gezittert. Also ich habe selber mit der Reaktion ja gar nicht gerechnet, weil ich dachte, wenn meinen Tieren irgendwas passiert, ich versuche sie irgendwie zu beschützen. Aber ich habe sofort Angst bekommen und wie gesagt gezittert und mein Freund hat dann mit dem Auto den Weidezaun durchbrochen und hat die Wölfe dann verjagt. Also der war ein bisschen mutiger als ich. Auch der Bürgermeister von Sontra, Thomas Eckert, ist vor Ort, stellt sich den Befürchtungen der Anwohner. Mittlerweile war es ja so, das waren 2 Vorfälle oder hier in Hornel selber mehrere Vorfälle, dass man den Wolf in der Nähe der Ortslage oder direkt im Garten auch gesichtet hat. Das ist das eine. Natürlich mehrere Wolfsrisse, was gerade auch die Landwirte umtreibt. Und natürlich häufen sich die Vorfälle. Und ich glaube, das gilt es natürlich auch zu berücksichtigen und dann auch nachzusteuern in der Gesetzgebung. Diese soll am Donnerstag im Landtag erneut diskutiert werden. Ob die Ängste der Anwohner dort Gehör finden, bleibt abzuwarten. Osthessen News. Sehen, was bewegt.